Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Jeremia 29, Vers 11 bis 14 steht: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Ein wunderbarer Vers mit Gottes Zusagen. Und haltet ihr diesen Bibelvers immer vor Augen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute mit dem Thema Jesus liebt auffallend anders. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. In unserem Leitfaden Alltagsveränderer auf Seite 8 haben wir das Thema Jesus liebt auffallend anders. Es dreht sich dort um Jesus, der müde war von einer Wanderung und hat sich in den Brunnen gesetzt. Und dann kam eine Samariterin, um Wasser zu holen. Und die Juden und die Samariter, die konnten sich zu der Zeit nicht ertragen. Und diese Frau hat überhaupt nichts von ihm erwartet und ist einfach hin zum Wasser holen. Und Jesus hat sie gebeten, gib mir von diesem Wasser. Und wenn ich das sehe, Jesus, wenn wir uns da vorstellen, richtig müde, sitzt da an Brunnen und dann kommt jemand, den man nicht mag. Und ach nee, ach das noch, nee, das geht überhaupt nicht. Ach komm, einfach ruhig sein und warten, bis es rum ist. Jesus, trotz er müde war und K.O. war, hat sie wertgeschätzt, indem er gebeten hat, schöpf du mir Wasser. Das war eine Wertschätzung. Und ich glaube, das sollten wir auch als Anlass nehmen, dass wenn wir mal so richtig K.O. sind und es kommt jemand auf uns zu und wir sagen, oh nee, auch der noch oder die noch, dass wir da Wertschätzung entgegenbringen, weil das wirkt auf der anderen Seite bei dieser Person unbeschreiblich. Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich, wenn wir genervt sind, wenn wir K.O. sind und da noch jemand kommt, wo wir gar nicht mit klarkommen, Herr, dass wir Wertschätzung entgegenbringen. Herr, Wertschätzung, Herr, deine Liebe, Herr, dass wir wirklich da auch ein Kanal sein dürfen, deine Liebe, dass wir die fließen lassen dürfen, dass der andere sieht, wow, das ist so super, wie dieser Mensch reagiert hat. Danke, schenk uns die Kraft dazu und lass uns ein Alltagsveränderer sein. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Und so schreibt uns eine Großmutter und bittet um Gebet. Liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für meine Enkelin. Bei der Untersuchung hat man festgestellt, dass sie in den Stuhlproben seit kurzer Zeit erheblich Blut hat. Sie ist 14 Jahre alt und es geht ihr gar nicht gut. Bitte betet für sie. Gott erhört unser Bitten. Ja, und das stimmt. Und das haben wir gerade gelesen in diesem Bibelvers, dass Gott uns hört. Und dafür wollen wir beten. Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, dass du uns hörst und dass du Gebet erhörst. Und wir danken dir, dass du eingreifst bei diesem jungen Mädchen und dass du sie vollkommen wiederherstellst. Und dass dieser Darm in Ordnung ist, dass diese Blutungen aufhören und dass nichts mehr gefunden wird. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft durch diesen Darm fließt und dass du ihn wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass sie vollkommen gesund sein darf, von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp kam folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebetshilfe. Eine Magenschleimhautentzündung und hoher Blutdruck machen mir im Moment sehr zu schaffen. Eure Predigten geben mir immer wieder neuen Mut. Ich halte mich an Jesus und gebe nicht auf. Ja, nicht aufgeben, das ist das
Schlagwort sozusagen. Danke, Jesus, du kennst diese Person und sie hält sich fest an dir. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Magenschleimhautentzündung wegnimmst und dass dieser Magen wieder vollkommen in Ordnung kommt. Auch dieser Blutdruck, danke, Jesus, dass du auch da eingreifst und ein Wunder tust, dass dieser Blutdruck wieder in Ordnung kommt. Und ich danke dir auch für all die anderen Menschen, die mit dem Blutdruck zu tun haben, dass du auch da mit ihnen bist, dass du sie kennst und dass die Gebete nicht verloren sind. Auch all die anderen, die mit dem Magen zu tun haben, danke Jesus, dass du da eingreifst. Du kennst jede Person und wir wissen, dass du ein Gott bist, der hilft und ein Gott bist, der Wunder tut. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn. Unser Sohn hatte einen Fahrradunfall. Seine Lunge wie auch sein Halswirbel sind beschädigt. Wir bitten, betet für ihn. Vielen Dank. Danke, Herr, dass jetzt dieser Halswirbel und auch die Lunge, Herr, wir Heilung hineinsprechen dürfen. Deine göttliche Heilung. Herr, ich danke dir dafür, dass Neues entsteht und dass Heiles entsteht. Und ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Da geht es um 2 Tumore. Bitte um Gebet für mich, dass Gott vollkommene Heilung schenkt. Ich habe einen Tumor auf der Lunge und habe schon Chemo bekommen. Und für meine Enkeltochter, sie ist 5 Jahre alt und hat einen Tumor in der Backe. Das Ganze geht seit 4 Jahren und es war gut und jetzt haben sie wieder etwas gefunden, dass Jesus auch bei ihr vollkommene Heilung schenkt. Wow, was es alles gibt, aber Gott ist größer. Ja. Danke Herr, dass du diesen beiden, Herr, richtig zur Seite stehst, Herr, Trost und Kraft gibst, auch Herr, Weitsicht und Vision für die Zukunft, aber Herr, danke um Heilung. Herr, danke, Herr, dass wir diesen Tumoren wirklich gebieten in deinem Namen, Jesu, dass sie weichen, dass sie vertrocknen. Herr, danke, Herr, bei beiden, Herr, ich danke dir dafür, und dass an diesen Backen, Herr, nichts zurückbleibt, nicht mal eine Narbe, und dass das ein Ende hat, lebenslangen Ende, dieser Tumor, dass er nie mehr zurückkommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und genau das, da haben wir jetzt ein Zeugnis, wo eine Großmutter gebetet hat für ihre Enkelin, das gebetet hat, dass wir beten und sie ist völlig heil. Und da schreibt sie, ich hatte euch um Gebetsunterstützung für meine Enkelin, die Krebs hat, gebeten. Bei der letzten Untersuchung war alles verschwunden. Sie ist völlig geheilt. Danke für eure Gebete und danke unserem großen Gott. Und das, was Jesus hier getan hat, das kann er auch bei anderen tun. Und das glauben wir. Und ein weiteres Zeugnis, Befreiung von Ängsten. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Gebete. Ich hatte mich an euch gewandt, um gegen Ängste und Depressionen zu beten. Ich spüre auf einmal, wie ich mich richtig glücklich fühle. Mir ging es richtig gut und ich kann meine Arbeit wieder verrichten. Dank unserem Herrn Jesus. Ja, und Gott kommt nie zu spät. Ein erstaunliches Zeugnis. Meine Tochter war nach Indien geflogen, um dort Yoga zu lernen. Ich war neu bekehrt, besorgt darüber und habe gebetet, dass die Lehre nicht stattfinden soll. Am dritten Tag schwoll ihre linke Hand an. Der Arzt hat ihr Antibiotikum verschrieben. Nach 5 Tagen war die Hand so dick angeschwollen, dass sie 2 Finger nicht mehr bewegen konnte. Sie war in Panik und hatte Angst vor Sepsis. Wir rieten ihr zum Rückflug. Nachdem mir bewusst wurde, dass der Flug 19 Stunden dauert, schrie ich zu Gott: Wo bist du, wenn man dich braucht? Ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Geh und schau nach der Post. In der Post war ein Brief vom Missionswerk mit einem Vers aus Jesaja 46, 13. Doch ich bin da, ich will euch retten, und zwar jetzt. Meine Hilfe lässt nicht länger auf sich warten.
Das war Gottes Antwort. 2 Stunden später rief meine Tochter aus Indien an. Jetzt, wo ich in den Flieger steigen muss, ist meine Hand ganz abgeschwollen, als ob nichts gewesen wäre. Halleluja, Gott ist allgegenwärtig und kommt nie zu spät. Ja, das ist wahr. Und Gott kann alles in Bewegung setzen, um uns zu helfen. Das gefällt mir so bei unserem lebendigen Gott, dass er nicht ein Schema hat, wo wir uns irgendwo dran ausrichten können oder so. Wir können uns am Wort ausrichten, selbstverständlich, aber nicht. Wenn er was macht, macht das jedes Mal anders. Das ist so schön. Wir machen es immer wieder gleich. Wenn wir an einer Sache Erfolg haben, machen wir es immer wieder gleich. Er macht es immer wieder anders. Das ist so wunderbar. Sag uns auch deine Geschichte. Erzähl uns deine Geschichte, was Gott an dir getan hat. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und heute der Tipp des Tages. Ja, wir haben gehört von der Situation, wenn wir so richtig K.O. sind und dann eine Situation auf uns zukommt und wir dann praktisch aus einer Schutzhaltung reagieren und oftmals sehr forsch oder falsch. Nimm diese nächste Situation, wenn irgendwas auf dich zukommt, wo du sagst, oh, jetzt aber bloß niemand mehr ein Wort, nimm diese Situation und begegne dieser Situation in der Liebe Gottes. Und du wirst selber sagen, wow, das fühlt sich ganz anders an. Du kannst uns weiter dein Anliegen schicken oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, in ein paar Tagen haben wir die Gebetsnacht, die wir dieses Mal samstags am Tag abhalten, 14 Uhr, am 26. September. Sei da mit dabei. Sie wird ausgestrahlt auf YouTube und im Livestream. Du kannst auch dort mit uns kommunizieren, deine Anliegen uns schreiben und vieles mehr. Du wirst es dann erfahren. Und ich rate dir, bestelle kostenlos den Leitfaden Alltagsveränderer. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns wieder. Bis bald. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.